Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der wunderschönen St. Calais von Calais den Oldremebbe. Ja, wir sind ja noch hier fleißig in der Drillung. Ich will sich auch noch ein bisschen hinziehen. Und ich habe mir gedacht, das ist LS, da können wir auch mal zwei Folgen drillen. Die letzte Folge haben wir kaum gedrillt. Machen wir mal eine zweite Folge drillen. Passt mir auch ganz gut. Warum soll immer nur ich alleine den Spaß haben, ne? Oder? Den Zaun auch direkt mitnehmen. Und mein Mikro ist wieder zu leise, ne? Ne, ich rede wieder zu leise, ist das Problem an der Geschichte. Manchmal habe ich auch keinen Bock, so rumzuschreien. Ja. Guck mal, Entspanntometer 5000 hier. Und mein Stuhl jetzt noch. Ich top zufrieden, ne? Ich habe den Roller mal wieder runtergenommen. Die ist immer noch der erste, zweite, den ich aufnehme. Und manchmal spinnt die Kamera da oben. Ich weiß immer noch nicht, woran die Schikramüte. Das ist nicht schön, ne? Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Das ist echt nicht schön. Jetzt hat der Svenny auch rausgefunden, was 2K ist, ne? Das hat wohl mit dieser Auflösung zu tun. Danke. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo der Unterschied zwischen 1080 und 1440p liegt, aber ich muss ja auch gucken, wie passt das hier? Was ist die und dann sehen wir eine Bombe so. Was? Jappel auf einer. Guck dich den an. Guck dich den an, das passt. Hallo du alten Fuchs. Hast du das direkt ausgemessen mit 3 Meter? Sag mal. Was hast du ausgemessen? Jetzt sieh hier. Hallo du alten Schlawini. Hatte ich klar. Ich hab jetzt mal Bock bezahlt. Ja, was denn? Was möchtest du? Den Patterschild kann jetzt nicht so gucken. Was ist? Nee, ich doch immer an der Pedale. Das ist nicht gesund. Nee, jetzt rede ich nur aus Versehen auf dich. Also guck mal, Kalle der alte Fuchs, ne, der hat das genau ausgemessen. Nee, ich sind noch ein bisschen zappelig auf der Vorderachse, aber das muss auch haben können, ne? Weil jetzt kein Schlepper werden dürfen. Wer das nicht haben kann mit vorn, sollte das dann erst gar nicht erlebt spielen. Sehen wir, wo ist denn der Unterschied zwischen 1080p und 1440p beim Gucken? Ich verstehe das nicht. Entweder macht man HD oder 4K, oder? Von 1080p zu 1440p so ein großer Unterschied. Also ich weiß es nicht. Weil mein Fernseher ist UHD, der wandelt das eh dann stellenweise. Beim Fernseher gucken bei HD und UHD merkst du keinen Unterschied. Weil er das automatisch umwandelt, ne? Aber so weiß ich nicht. Wahrscheinlich bin ich blind auf dem Messer oder was. Ich hab keinen Plan. Der wollte auch kein Team mehr. Groggy wie ein Brötchen, ey. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Fix und alle. Ein wenig besser. Kommst du nach Hause? Das ist platt vom Kopf. Dann machst du noch deine Sachen hier in die Hände. Ich soll ja nur mit das machen, was mir Spaß macht. Weil das mache ich. Aber ich nehme zu langsam auf wieder, dass ich Coin in Laune habe, das zu machen, was mir Spaß macht. Das ist echt kein gutes Zeichen, ey. Ich muss ja ganz ehrlich sein. Wenn du auf der Couch rumflitzen und nicht ziehen, dann muss ich ja gar nicht machen. Ich bin ja ganz ehrlich. Dann werde ich ja irgendwann.
Auch nächste Woche, ne? Oder fängt er diese Woche schon an? Ne? Bier. Bier. Wie geht's mir hoch, ne? Ja, der ist ja früher wie mit dem Komik und Wendner, als wir den neuen Niemeyer gekriegt haben, den Viehkreuzer. Dann war das genauso. Einmal falsch angefahren und der Schlepp. Das ist die falsche Bahn. Vorne ist ein bisschen gewesen. Echt, das war mit unserem IRC, war das immer so, ne? Den Lieber ja hatten, der war ja nicht hydraulisch von Platten. Weil der Komik hatte ja keinen Ölanschluss, ne? Hinten ist nur Hydraulik und so. Und dann hast du den nach hinten geklappt. Und so ein Viehstellenkreisler, der hatte 4,50 Meter. Wenn du den Straßengang angefahren bist, dann macht der Komik. Aus manchen Wiesen, wo es so leicht erhöht wird, dann musstest du rückwärts rausfahren, ne? Soll es gar nicht anders gehen. Schon interessant. Spaß gemacht. Du konntest auch nicht so übertreiben, ne? Weil der Wender dann über den Bogen ruppelt und hinten die Kreise und die Räder nicht auf Straßenfahrt gehabt, sondern eingerastet. Ne? Du konntest ja auch feststellen, ne? Per Hand, dass diese Grenzsteuereinrichtung hat ist. Also, dass der nicht alle den Zaun gestreut hat. Das war schön, aber du musst es auch jedes Mal Wände umhängen, ne? Wenn du schwanen wolltest. Das fand ich nicht so schön. Das war beim GZ-Schwan, dann war das einfach. Zinken umgestellt, flupp die flupp. Sonst brauchst du dann hin immer der An- und Abbau. Und der IAC, der hatte eine Sperre drin. War auf der linken Seite, dass du eigentlich immer rechts rumfahren musstest. Da war der Unterlenker war fest. Der ging gar nicht. Du konntest so ein Stück zu dem bewegen. Das war schon Chikra mein Anhänger. Damit der Umbaugerät der Wende und der Schwader dann nicht so hinterher flackert. Ne? Das war ein Nachteil. Beim An- und Abbauen. Und sonst war das ganz gut. Dann war lässig, ne? Abends nachts schwappen und am nächsten Tag wieder wenden. Nächstes Mal direkt umher. Und wenn du dann wieder abends nochmal nachts schwapp gemacht hast, weil es noch nicht trocken genug war, kannst du wieder. Aber in dem Fall ist es immer ein Tod, bis wir immer stehen. Ne? In Deutsch sind wir nicht Schwan gefahren und der Renault war einfach übermotorisiert mit 75 PS. Bei dem kleinen Niemeyer war der von 3,50 Meter oder was der hatte. Und der Wender, der war auch, nee, da haben wir noch einen kleinen Trecker gemacht. Hast du mir das ja auch Diesel gespart, ne? Wenn die IAC, wenn du 40 Liter getankt hattest, konntest du nur eine Woche fahren. Wenn man schwarz in Renault, dann liegen 65 Liter rein, dann wirst du nicht mehr hingekommen. Also war der IAC wirtschaftlicher. Oder einfach weniger Sprit braucht, ne? Weniger Bogendruck. Dies, das, jenes. Und außerdem war es ein Cabriolet. Warum bist du nicht hochgegangen? Der hätte mit Gerät gewechselt. Nee. Aber einfach Feature. Sagen wir, wie es ist. Außerdem bin ich wieder. Bin lieber mit Kormen gefahren. Außer im Winter, aber da hast du auch nicht viel gemacht. Ne? Im Winter war der Renault ja zum Holz ziehen. Ne? Wenn wir in den Busch gegangen sind, dann hast du auch mal einen Renault im Winter angemacht. Ne? Oder wenn du Hülle fahren musst. Im Februar, aber sonst lief eigentlich im Winter meist der Bolz vom Blockschneider.
ERC mal ab und zu, wenn wir Gülle pumpen mussten oder im Winter noch angesprungen ist, also wenn die Batterie mordig war oder so. Ja, sonst war eigentlich nice. Ja, dann hast du einen Renault zum Gülle pumpen genommen, weil die beiden Bolzen und Blockschneider abhängen auch schädigen. Dann musst du fast die Unterfütterung. Auch für die Kühe und den Bullenstein. Ja. Hast du dann ja auch nicht so viel Futter reingefallen? Meist zwei Blöcke Mais und dreimal Gras-Silage im Winter. Dann bist du ja knapp drei Tage mit hingekommen. Mehr. Und mir ist warm geworden, ne? Deswegen musstest du dann halt öfter fahren. Bei 50 Bullen am Winter. Ja, 50, ne, 40 haben wir gefüttert. 8 Buchten konnten 6 rein, aber die hatten immer 5 Bullen. Außer in den Mittel. Da war ja so ein riesen Freske, der da kommt noch 6 rein, aber sonst war da. Dann war immer so die Winter, aber ja, in den Fähne waren. Ja, in Fähne. Das muss ich gleich noch aufnehmen. Passt ja am besten, ne? Ob die GPS noch was? Am besten ist was zu haben. So war das früher, ne? Nicht alles, was früher war, war schlecht. Muss man ja ganz so sagen. Das war entspannt. Immer nur heutigen Skier und heutigen Star und Internet hier und Handy da. Das war früher gar nicht so. War ganz gut. Sich mehr mit anderen Sachen beschäftigt. Läuft ja, ne? Wir haben gleich die Fläche schon fertig gedreht. Oh, ich habe ihn ein bisschen zu weit ruckeln lassen. Damit jetzt schon erledigt, Leute. Topomat 5000. Der Vogel Aussichtspunkt. Ne? Wenn einer Bock hat, 3.500 Euro die Stunde, ihm Bescheid sagen, kann er unter einem Stündchen aussitzen. Ne? Aber auch nicht länger, sonst muss er über Minute bezahlen. Über Minute muss ich schon so 5 nehmen, weil es den Ausfall und so. 5 kaum ist oder haben. Sonst könnt ihr euch, ne? In hier, Kommentarbereich, 3.500 beweisen, könnt ihr euch ein Stündchen draufsetzen. Ist ja kein Ding, ne? Kostet nichts mehr. Vielleicht kriegt ihr noch ein Autogramm von Greta Thunberg. Ich weiß nicht. Könnte sein. Das könnte sein. Wenn die Bock da drauf hat oder so. Vielleicht kommt die dann mal vorbei. Demo machen, weil ich noch mit Dieseltrecker fuhr. Das ganze System ist nicht durchgedrückt. Sind wir mit dem Ding jetzt hier los? Kriegst du halt noch die Spur? Schön, schön. Ich bin ja im Drücken hier. Dass ich das nur daneben wurde. So, liebe Leute, ich sage aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken gesehen. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Ne? Ein Däumchen und ein Träumchen. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen,